FAQ in 3, 2, FAQ in 3, 2, 1, los. Mit welchem Programm schneidest du deine Videos? Ich könnte jetzt natürlich den Standardwitz bringen und sagen, hey, ich schneide meine Videos mit einer Schere, aber ich schneide meine Videos mit der gesamten Adobe Creative Cloud. Wie sieht's denn bei dir aus gerade mit der Schule? Ich habe jetzt meine gesamten Abschlussprüfungen hinter mir, sprich Mathe, Deutsch und Englisch, und jetzt habe ich noch ein bisschen Unterricht, dann geht's auf Abschlussfahrt nach Hamburg und dann bin ich quasi erlöst und dann beginnt im September meine Ausbildung zum Fachinformatiker. Aber dennoch werde ich für euch YouTube-Videos machen. Du erinnerst mich ein wenig an Alexi Bexi, Doppelpunkt D. Echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kommen bald wieder Reviews? Ich wäre ja nicht Noel von Tech Talk, wenn ich nicht regelmäßig Reviews machen würde, ne? Nein, es kommen tatsächlich bald wieder Reviews, und zwar, es kommt noch eine Maus, es kommt noch eine Powerbank und noch ein anderes Gadget für unterwegs. Und dann kommt noch ein Studio-Headset, beziehungsweise Kopfhörer, und dann kommt was Neues. Aber das verrate ich euch jetzt noch nicht, denn sonst wäre es nicht neu und nicht geheim und ihr wisst Bescheid. Noel, wie kann man dich eigentlich unterstützen? Okay, die Frage wird mir ziemlich oft gestellt. Okay, eigentlich so gut wie gar nicht, aber dennoch kann ich sie ja trotzdem im Voraus schon mal beantworten. Und das ist eine gute Frage, denn ich selbst weiß es nicht so genau. Ich habe natürlich meine Reflinks in der Videobeschreibung, die helfen mir, neue Sachen zu kaufen. Und das mache ich auch bald. Es hat sich tatsächlich schon ein bisschen was zusammengehäuft und das finde ich übel cool. Danke nochmal an euch. Und ja, Twitter, supporten, teilen, blibla, das ganze Gedöns, Mundpropaganda. Aber sonst versuche ich das irgendwie selbst zu managen. Also Videos schauen, liken, kommentieren, Kritik abgeben. Das ist das Wichtigste. Und dann ergibt sich da schon was. Yo. Twitter? Ich habe mir jetzt für diesen Kanal einen Twitter-Account angelegt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich heiße @NoelTechTalk. Dort werde ich dann versuchen, regelmäßig zu twittern, wenn ich schaffe, über Technikgedöns und sowas. Folgt mir da. Das ist ein Befehl der russischen Geheimmafia. Gibt es eine Geheimmafia? Ich glaube nicht. Egal. Gut, ich möchte euch jetzt nicht hier zu krass voll labern. Das ist nur so ein kleines Lebenszeichen, um zu zeigen, dass ich nicht tot bin. Nein, das war jetzt irgendwie echt obvious, aber egal. Also, bleibt gespannt. Nächste Woche kommt wieder ein Review. Es kamen jetzt halt keine Videos, weil ich in meiner Abschlussprüfungsphase war und da brauchte ich halt meinen Kopf frei für die Prüfungen. Aber jetzt bin ich frei, wie ein Engel, der fliegt und für euch Videos macht. Danke nochmal an Alex, dass er diese kurze Einsprechrolle, Videorolle in meinem Video gemacht hat. Und wir sehen uns dann am Donnerstag nächste Woche wieder. Wie komme ich auf Donnerstag? Ich habe keine Ahnung. Tschüss, haut rein und immer schön doll spielen. Ich habe keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber...